Was geht ab und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf dem Arzenberger Online-Kanal, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit am Start seid und euch mein neuestes Video anschaut. Das freut mich wie immer sehr. Nun gut, dann würde ich sagen, wir fangen sofort an mit den Haribo Honigmelonen, die ich diesmal besorgt habe. Wir haben hier eine Limited Edition, die ich gekauft habe bei World of Sweets, wie so oft. Bezahlt habe ich dafür 99 Cent und wir haben hier eine 175 Gramm Packung. Ja, inhaltlich, man kann es hier schon erkennen, wir haben hier gezuckerte Fruchtgummistücke mit Schaumzucker und die sollen nach Honigmelonen schmecken. Ja, optisch sieht das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Honigmelonen mag ich auch, also das passt. Deswegen gucken wir uns jetzt erstmal wieder gemeinsam die Rückseite an. Ich hoffe, dass man das hier halbwegs lesen kann. Ich halte das hier mal ein klein wenig nach oben. Ich hoffe, das hilft ein wenig. Falls nicht, bitte ich euch, auf die Herstellerseite zu gehen und da nochmal ganz genau nachzuschauen, nachzulesen für die Leute, die sich dafür interessieren. Aber wie immer gilt, wer mich und meinen Kanal kennt, der weiß ganz genau, es geht hier nur um eins und das ist der Geschmack. Deswegen kommt unser scharfes Messer wieder an den Start und öffnet die Tüte und befreit die guten Honigmelonen. Ich hole jetzt mal ein paar raus. So, ich sage, das reicht. 4 Stück. Wir zoomen wie so oft hinein, schauen uns das Ganze mal aus der Nähe an. Ja, interessant, interessant. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen mal eine. Erstmal großmäßig auf jeden Fall schon nach Honigmelone, das passt schon mal. Und jetzt kommt der Geschmack. Ich habe schon reingebissen. Mhm. Krass. Mhm. Aber was soll ich euch sagen? Die schmecken wirklich extrem, extrem nach Honigmelonen. Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Mhm. Habe ich jetzt so nicht mitgerechnet. Ich dachte, die schmecken irgendwie, ja, das ist so ein leichter Honigmelonengeschmack, sage ich mal. Aber wirklich extrem. Das kann man super rausschmecken. Mhm. Doch, total lecker. Also dafür gibt es von mir auf jeden Fall wieder mal ganz klar 2 Daumen nach oben. Mhm. Würde ich auf jeden Fall sofort nochmal kaufen. Kann ich definitiv nur empfehlen. Das einzige Problem natürlich wieder, wir haben eine Limited Edition. Ich weiß leider nicht, wie lange die verfügbar sein wird. Deswegen sage ich euch, wer Fan von Honigmelonengeschmack ist, sollte hier zuschlagen und die mal probieren. Wie gesagt, von mir ganz klarer Doppeldaumen nach oben. Eine ganz klare Kaufempfehlung. Nun gut, dann würde ich sagen, schreibt mir mal was dazu in die Kommentare. Kennt ihr die Sorte schon? Habt ihr die schon mal probiert? Würdet ihr gerne mal probieren? Mögt ihr Honigmelonengeschmack oder eher nicht? Ich lese alles, ich antworte auf alles. Würde ich sagen, wie immer, wem das Ganze gefallen hat, einen Daumen nach oben für mich. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, den ich auf meinem kleinen Kanal begrüßen darf. Hiermit endet schon wieder unser kleines Video. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, euer Arzenberger.